Hallo, liebe Arcada-Club-Mitglieder, heute wollen wir was sehr Buntes machen, aber ihr könnt es auch anders gestalten, dann wird es nicht ganz so bunt. Es geht darum, diese Techniken wieder kennenzulernen und ich würde sagen, bevor wir lange reden, gucken wir uns das Ganze mal an, was ich heute mit euch gestalten möchte. So, das ist das Ergebnis, was am Ende dieses Tutorials dabei rauskommen soll. Wir haben also hier wirklich ein sehr, sehr buntes Bild, aber wir schauen uns jetzt die Technik an, wie das Ganze entsteht. Und dazu beginnen wir mit einem neuen Dokument im Querformat, ein A4-Papier oder was auch immer ihr für Formate wählt. Und bevor wir jetzt starten, ich bin hier im Affinity Publisher, das Ganze könnt ihr auch in Affinity Photo machen. Ihr werdet gleich sehen, wir brauchen einfach nur ein paar Grafiken und ein paar Techniken und schon ist das Ganze zusammengezaubert. So, und ich wechsle hier mal oben auf diese Stock, die wir ja haben, und wenn wir in Affinity Photo sind, dann haben wir die an anderer Stelle. Ich gehe da mal mit Absicht hin. Hier in Affinity Photo findet ihr sie nämlich hier neben den Ebenen, und ich hatte ja schon gesagt, falls das nicht der Fall ist, geht ihr einfach auf Ansicht, Studio und schaltet hier unten Stock dazu. Das geht also auch in Affinity Photo und da bleiben wir dann auch mal direkt. Ich klicke hier auf die Stocks und wir geben mal sowas ein wie Explosion. Man muss es hier immer in englischen Begriffen eingeben, weil die Suchdatenbanken eben auf englische Begriffe reagieren. Ja, und dann finden wir hier verschiedene spektakuläre Explosionen, die wir für unser Bild auch verwenden würden. Ich gehe hier mal auf Pixabay, das ist auch nochmal eine gute Quelle für so Explosionen. Und wir gucken mal, ob wir hier irgendetwas finden, was so ein bisschen uns Spaß macht. Und das hier ist tatsächlich das Foto, was ich auch verwendet habe. Ich nehme das hier mal so rein. Irgend so ein Feuerwerk, glaube ich, ist das. Dauert einen kleinen Moment, bis es geladen ist. Und dann kriegen wir noch den Copyright-Hinweis, dass das Bild, ja, ist sehr spektakulär, wie ich finde. Aber wir nehmen nur hier diesen unteren Ausschnitt. Den wollen wir haben. Und ja, das soll erstmal das Hintergrundbild werden. So, und wir schalten nochmal zurück in dieses Bild. Ihr habt gesehen, das ist hier sehr, sehr bunt geworden. Und wie habe ich das hinbekommen, dass das eben so bunt eingefärbt ist? Und dazu brauchen wir eine weitere Ebene. Also hier haben wir die Bildebene. Und jetzt fügen wir noch eine Pixelebene hinzu, auf die wir, und ich drücke mal Command 0, damit wir hier das ganze Bild sehen, auf die wir nun hier ein Rechteck einzeichnen. Das können wir hier so über diesem Bildschirm zeichnen. Ich hätte übrigens die neue Pixel-Ebene gar nicht erzeugen müssen. Bei manchen Werkzeugen erzeugt dieses Affinity Photo selbst diese Pixel-Ebene und bei dem Rechteck hat es das jetzt gemacht. Und deswegen haben wir hier quasi so eine leer erzeugte Pixel-Ebene. Die löschen wir dann einfach auch direkt. Ja, so, wir haben jetzt im Grunde genommen unser Rechteck und über dieses Rechteck ziehen wir jetzt einen Verlauf. Mit diesem Verlaufswerkzeug, was wir hier haben, ziehen wir hier so einen Verlauf rein und wählen die Farbe hier unten an. Da können wir zum Beispiel ja, so ein dunkles Blau nehmen. Also was ihr da nehmt, ist dann eurer Fantasie überlassen. Und ich hatte das ja hier in so ein Orange getaucht. Und wir können hier zwischen auch noch einen Punkt setzen, wenn wir hier mal draufklicken. Und hier noch so einen lila Ton reinsetzen. Also das ist der Verlauf. Und was wir jetzt nur machen müssen, ist hier den Ebenen-Mischmodus auswählen. Da gehen wir einfach mal so lustig durch, was wir hier so finden. Und ihr seht schon, je nachdem, was ihr hier auswählt, entstehen diese verschiedenen Effekte. Zum Beispiel hier bei Hinzufügen oder Aufhellen. Seht ihr schon, passieren schon einige spektakuläre Sachen. Und ihr könnt das selber ausprobieren, was ihr da so gerne haben wollt. Hier zum Beispiel ineinander kopieren, sieht ja auch recht gut aus. Das nehmen wir mal. Und dann haben wir eben jetzt das Ganze ineinander kopiert. Und hier sehen wir schon diese Anfasser. Wenn ich die bewege, dann kann ich das hier also auch schon in diese verschiedenen Farbwerte tauchen. Hier ist ja quasi so ein Verlauf drin, den ich da reingezeichnet habe von eben diesem dunklen pinken Ton zu diesem helleren pinken Ton. Hier ist ja fast lila bis zu diesem Orangeton. Also, so weit, so gut. Und wir sehen hier so ein Weltall im Hintergrund. Das kommt ja noch aus diesem Bild. Wenn wir also hier mal diese Rechteckebene ausschalten, dann sehen wir das hier. Und das ist so ein Punkt, wo wir sagen können, wollen wir das haben oder wollen wir es nicht haben? Hier passt es eigentlich ganz gut zu. Aber ich werde euch zeigen, wie ihr es wegzaubern könnt. Da benutzen wir nämlich hier den Blend Mode und einfach diesen dunklen Bereich, den ziehen wir aus der Grafik raus. Damit verschwindet dieses Weltall und diese hellen Linien bleiben halten auch so ein paar helle Sternchen hier. Aber wir können auch damit leben, dass das Weltall so das Weltall da hinten ist. Von mir aus machen wir es dann halt auch so. Okay. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, denn wir müssen quasi, jetzt brauchen wir wirklich eine neue Pixelebene, eine Pixelebene erzeugen und da arbeiten wir jetzt mit Pinseln und ich gehe mal hier auf das Pinselwerkzeug und wir hatten uns die Pinsel ja schon angeschaut, wir können ja auch verschiedene Pinsel von Internetseiten herunterladen, aber die standardmäßig vorhandenen, die ihr mitgeliefert bekommt, sind zum Beispiel Textur und Sprühfarben und wir können mal auf die Sprühfarben gehen, die sind hier am Anfang ganz harmlose Sprühfarben, aber hier unten kommen so recht spektakuläre Pinsel, wenn wir die
mal nehmen und jetzt mal hier in der Breite was größer gehen und hier einfach mal drin rumzeichnen, dann sehen wir, dass diese Pinsel hier erscheinen in diesem Schwarz, das wir da haben. Und ich klicke hier mal auf die Farbe und sag nochmal Command Z, damit wir hier so einen weißen Pinsel reinzeichnen können. Und sobald wir eben mit dieser weißen Farbe zeichnen, dann kommt der zwar hier auch weiß, aber er läuft hier tatsächlich in diesen Farbwerten aus. Ja, ihr seht, wir bekommen hier im Grunde genommen die aus dem Rechteck erzeugten Farben mit rein. Und wir können hier eben auf dem Rechteck nochmal hier schauen, wenn wir den Modus verändern, ändert sich eben hier auch die Art, wie wir diese Bilder zusammenmischen. Ja? Ihr könnt zum Beispiel auch multiplizieren sagen, dann habt ihr eben auch hier gar nicht solche weißen Flächen, sondern eben diese bunten Flächen, die ja das Rechteck repräsentiert. Ja? Denkt immer dran, hier ist ja dieser Farbverlauf drauf. Dann immer darauf achten, in welcher Ebene wir hier malen. Und damit der Pinsel ein bisschen spannender aussieht, können wir hier nochmal einen anderen Pinsel auswählen. Und auch den machen wir etwas größer. Und dann sehen wir, haben wir hier solche Farbwerte. Wir malen hier einfach so leicht drin rum. Schon haben wir hier so ein paar Pünktchen gesetzt. Wir können mal diesen Pinsel ausprobieren. Und den machen wir jetzt ein bisschen größer. Dann bekommen wir hier so Punkte zum Beispiel reingesetzt. Sieht ja auch nicht so schlecht aus, ja. Und wir können mal auf die Texturen gehen. Auch da gibt es recht spannende Pinsel. Schaut mal hier, da kommen wir aber gleich noch zu. Aber hier sind zum Beispiel, und wenn wir die groß wählen, sehen die mal ganz gut aus, solche Strukturen, mit denen wir hier solche Galaxien zeichnen können und solche lustigen Effekte da reinzeichnen. Also ihr seht, damit bekommen wir das hier recht gut hin. Und wenn wir das jetzt ein bisschen bunter haben wollen, dann sollten wir tatsächlich hier mit dem Blend Mode auf dieser Feuerwerk-Pixel-Ebene arbeiten und hier einfach mal hingehen und eben mutig diesen Hintergrund da rausmalen, den wir da haben. Und dann müssen wir noch mal gucken, ob wir hier mit Multiplizieren glücklich sind. Denn viel witziger ist unter Umständen ein anderer Filter. Und wenn wir hier mal Farbe nehmen, dann kommt hier schon eine ganz andere Nummer zustande. Ihr seht das. Jetzt werden eben die Farben hier mit reingemischt. Und hier könnt ihr euer Bild lustig anpassen. Und noch etwas, ihr seht hier, dieser Pinsel malt hier über diesen Bogen. Das können wir natürlich ändern, indem wir einfach die Reihenfolge der Ebenen verändern. Wir legen also jetzt die Pinselebene unter das Bild. Und damit sind die Pinsel eben im Grunde genommen dahinter gelegt. Ja, also was ihr da so als Hintergrund reinzeichnet, ist euch überlassen. Das können wir hier wunderbar reinzeichnen. Ich möchte euch aber noch einen Tipp für diese Pinsel geben. Denn um die etwas variantenreicher zu machen, wir machen das mal hier mit dem hier, klicken wir mal doppelt auf diesen Pinsel drauf. Denn diese Pinsel lassen sich in unendlich vielen Formen anpassen. Und ein spannender ist hier die Dynamik. Da lassen sich nämlich zum Beispiel Größenabweichungen prozentual eingeben. Wir können zum Beispiel sagen, dass hier so mit jedem Zeichen des Pinsels eine Größenabweichung stattfinden soll. Bis zu 68% in der Größe soll der Pinsel sich verändern. Und was das bedeutet, das schauen wir uns jetzt hier nochmal an. Wenn ich jetzt hier drauf male, dann bekomme ich Pinsel in unterschiedlichen Größen, also bis zu dieser maximalen Abweichung von 68%. Ich bekomme also kleine Flecken, große Flecken. Der Pinsel verändert sich eben komplett in seiner Art. Und damit lässt sich das ein bisschen variantenreicher gestalten. Übrigens, jederzeit können wir auf das Rechteck klicken, das Verlaufswerkzeug anwählen und natürlich hier diese Anfasser verschieben, ja, in der Farbe noch verändern. Ihr könnt also hier durchaus ein Gelb reinzeichnen. Ihr könnt auch eine dunklere Farbe hier nehmen. Also, das könnt ihr hier alles gestalten. Ihr könnt den Übergang variieren, ab wann hier dieser Übergang stattfinden soll. Wir gehen hier nochmal so wieder in so einen rötlichen Ton rein. Hier so. Also damit lässt sich wirklich eine ganze Menge schöner Varianten hier für den Hintergrund erzeugen. Und das sieht eigentlich immer, finde ich, ganz pfiffig und gut aus. Okay, soweit, so gut. Aber schauen wir nochmal zurück auf unser Ursprungsbild. Ist jetzt ein bisschen anders geworden. Ich habe hier einen Rotanteil reingenommen, können wir gleich auch noch ändern. Wir gucken jetzt gleich nochmal auf die Schrift. Und die hat hier auch so kleine Gewitterblitze. Sieht auch ganz lustig aus. Die schauen wir uns dann jetzt gleich auch an, wie wir die kreieren können. Zunächst einmal gehen wir dazu wieder zurück auf unser Bild. Und wie gesagt, wenn ich den Farbwert jetzt hier auf so ein Rot ändere, das mache ich hier mal, so ein Rot, dann bekommen wir auch schon fast das rein, was wir eben auf dem Ursprungsbild gesehen haben. Also ihr merkt, es verändert sich direkt die Stimmung hier dieses Bildes. So, jetzt wollen wir hier mal mit einer Schrift reingehen, schreiben hier mal Arcada Club hin und nehmen dann hier mal direkt so eine fette Schrift. Also übrigens, wenn das nicht umschaltet, denkt immer dran, erstmal das Rahmenwerkzeug auswählen, dann die Schriftart ändern und dann haben wir das hier so in dieser
dicken Schrift stehen. Die machen wir mal weiß und der geben wir, damit sie ein bisschen besser zu lesen ist, eine kleine Umrandung. Das können wir mit den Special Effects machen. Auf FX klicken und Umrandung anwählen. Hier nochmal den Menüpunkt auch anwählen und dann geben wir hier so einen Radius mal rein. Und da gucken wir mal, bis es uns gefällt. Hier so 12 Pixel, sieht ganz gut aus, haben wir hier diesen Radius. So, und wir hatten es ja gesehen, ich habe eben darauf so kleine Blitze gemalt. Dazu klicke ich hier nochmal so eine Pixelebene an. Und diese Blitze sind im Grunde genommen auch ein Pinsel. Den wähle ich hier aus und gehe hier oben auf den Pinsel. Und ich habe hier die Rubrik Texturpinsel angewählt. Und dieser Pinsel hier, der ist so ein Blitz. Und wir wählen mal die Farbe Weiß an. Haben wir schon, okay. Und dann müssen wir den noch ein bisschen größer malen, damit wir ihn überhaupt sehen. Und damit wir ihn wirklich sehen, zoome ich hier mal ran. Und dann können wir hier auf die Schrift diese Blitze setzen. Seht ihr das? Also immer wenn ich hier so zeichne, kommen diese Blitze in verschiedenen Größen. Wir gucken nochmal ganz schnell beim Pinsel. Doppelklick hier auf diesen Pinsel. Da seht ihr, bei der Dynamik habe ich hier auch schon eine Größenabweichung eingestellt. Also die sollen auch sich bei jedem Drücken des Pinsels quasi in der Größe verändern. Das könnt ihr aber selber einstellen, wie fein ihr hier diese Pinsel haben wollt und wie die sich da eben ja, für euch darstellen sollen. So, jetzt sind die Pinsel aber recht schlecht zu sehen und das verändern wir jetzt mal, indem wir auch für diese Pinselebene einen Special Effekt anwählen und zwar einen Schein nach außen. Das machen wir jetzt mal. Ich klicke hier mal auf so einen Radius. Jetzt bekommen die also hier so einen kräftigeren Blitz quasi ab, weil ich das hier auch in der Farbe Weiß gemacht habe. Also wir scheinen um den Blitz herum nach außen. So, und damit kriegen wir also tatsächlich so einen kräftigeren Blitz hier hin. Ja, ihr seht das schon und die sehen jetzt entsprechend so heftig aus, wie wir sie hier reinmalen. Okay, ich habe jetzt hier sehr viel Weißanteil drin. Da hätte ich eben mit dem Pinsel ein bisschen drauf achten müssen, dass wir da nicht so viel machen, damit man hier eben jetzt besser diese Blitze sehen kann. So, ich male die einfach mal so drüber. Aber diese Ebene können wir ja jederzeit hier anwählen. Das sind ja hier diese Pinsel und da mit einem Radiergummi arbeiten und hier so ein bisschen wegnehmen. Und wenn ihr die Härte auf 0 stellt, dann läuft dieser Pinsel eben so soft an den Rändern aus. Ja, ihr seht das hier. Und jetzt können wir hier so milchig quasi so ein bisschen den Anteil wieder wegnehmen, wo es uns nicht gut gefällt, dass wir hier so viel Weißanteil reingemalt haben, weil man sonst die Blitze eben nicht sieht. Also einfach hier mit diesem Pinselchen beziehungsweise Radierer hier so ein bisschen wegradieren und schon geht das eigentlich ganz gut. Wa? Und dann können wir hier wieder auf die Ebene gehen, den Blitz wieder auswählen. Ja, und dann könnt ihr hier munter weitere Blitze reinsetzen. Warum funktioniert es jetzt nicht? Warum sehe ich keine weiteren Blitze? Nun, weil es nicht ausreicht, einfach hier die Pinsel in dem Registerreiter umzuwählen. Das passiert häufig. Ihr müsst auch das richtige Werkzeug auswählen. Und wir haben gerade noch das Radiergummi an, deswegen müssen wir natürlich auf den Pinsel wechseln. Und erst dann kriegen wir die hier reingezeichnet. Und vielleicht nehmen wir auch ein paar größere, dass das hier so ein bisschen wieder besser ausfranst um diese Schrift herum. Also ihr seht, relativ schnell lassen sich hier solche Spezialeffekte erzeugen. Und wenn euch auch hier stört, dass eben die Blitze über der Textebene liegen, könnt ihr die Ebene einfach vertauschen. Ihr legt den Blitz darunter und schon sind die Blitze hinter dieser Schrift. Also relativ schnell kann man hier so solche spektakulären Bilder erstellen und mit diesem Pinsel eine ganze Menge anstellen. Und ich finde, das macht richtig Spaß, kommen richtig tolle Sachen daraus. Und das Tolle ist, dass diese Ebenen wieder so flexibel sind, dass wir zum Beispiel hier jederzeit eben Farbwerte wirklich so verändern können. Schaut mal, das können wir alles hier auch auf grün trimmen zum Beispiel, grün-blau. Und schon ist das hier mit wenigen Klicks geschehen. Also das fasziniert mich hier an diesem Aufbau, wenn man die Ebenen vernünftig zusammenbaut, wirklich sehr. Und damit kriegt man eben wirklich tolle, ja, flexible Dateien und Layouts hin. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein für dieses Tutorial. Spielt mal gern damit rum, da kommen sehr lustige Sachen daraus. Und vielleicht noch der andere Tipp, auch hier, diese Ebene ist ja sehr flexibel. Wir können ja auch hier durchaus nochmal mit einer anderen Grafik reingehen. Wir können einfach mal diese Grafik hier reinziehen und schauen, was dann passiert. Dauert einen Moment, bis sie geladen ist. Und dann schieben wir diese Ebene, werden ja immer nach oben gelegt, die Ebenen, die wir hinzufügen, einfach mal hier drunter. Schaut man schon, haben wir eine völlig andere Optik hier. Also man kann eben Hintergrundbilder auch noch austauschen mit diesem Verfahren. Ja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Es macht wirklich Spaß, sich da einfach mal eine halbe Stunde oder so mit zu beschäftigen. Es kommen einfach tolle Ergebnisse dabei raus, wie ich finde. Ja, und falls ihr diese Videos alle als Download-Version haben wollt, um sie zum Beispiel in der Bahn ohne Internetverbindung oder im Flieger auf dem iPad euch anzuschauen, dann geht einfach auf www.arcada-club.de. Da kann man die Videos nämlich kaufen. Und mit dem Kaufpreis unterstützt ihr hier unseren Club.
dass wir eben auch die finanziellen Möglichkeiten haben, hier mit Kameras und allem, was wir brauchen, weiterarbeiten zu können. Dafür sage ich herzlichen Dank. Und falls ihr keines dieser Videos im YouTube-Kanal verpassen wollt, dann freue ich mich A über ein Gefällt mir von euch und B könnt ihr dann auf Abonnieren klicken. Und wenn ihr noch die Glocke dazu anwählt, bekommt ihr sogar eine Information, sobald ich hier in den YouTube-Kanal ein neues Video hineinstelle. Also das als kleine Information noch. Und jetzt würde ich sagen, ran an Affinity und legt los, macht lustige und bunte Layouts.